Mein Name ist Hofer Alberich, aufgewachsen in Hinterpseier im Felders, beim Bergbauer. Viel ehrenamtlich unterwegs, tätig. Momentan zuständig für Berglandwirtschaft im Landesbauernhof im Südtiroler Bauernbund. Obmann des Rinderzuchtverbandes erst seit kurzem. Und die Frage, was bedeutet mehr Unabhängigkeit? Das ist eine schwierige Frage, die geht weit auseinander. Aber ein paar Gedanken dazu. Unabhängigkeit für mich ist, wenn man die Werte, mit denen man aufgewachsen ist, mit der Tradition, die man mitgekriegt hat, leben kann, mit Stolz weitertragen kann, weiter verirren kann. Und natürlich auch Innovation nicht aus den Augen lassen soll und darf und auch nicht kann. Also Tradition und Innovation können Hand in Hand gehen miteinander. Die widersprechen sich überhaupt nicht. Wenn wir innovative Wege gehen, ist mir halt ganz wichtig, dass Tradition mitgenommen werden darf. In unserem speziellen Fall hier, in unserem kleinen, herrlichen, schönen Land hier, war es wichtig, weil man unabhängig arbeiten kann in allen Bereichen. Weil wir Lokalleute wissen von Europa besser, was für uns gut ist und nicht gut ist, als Leute, die weit fern von uns regieren. Natürlich muss man bestimmte Rahmenbedingungen einhalten, sei es in Italien, sei es auf der EU-Ebene. Aber ich denke, wir verstehen selber besser lokal, was für uns gut ist, was uns gut tut, was wir brauchen. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Und mehr Unabhängigkeit in allen Bereichen, das ist auch gut. Und wir waren auch bereit dafür, mehr Unabhängigkeit anzunehmen, mehr Unabhängigkeit zu leben und mehr Unabhängigkeit auch in die Zukunft zu tragen. Wir sind verantwortungsbewusst, wir wissen, wo es geht, wir wissen, was unser Land gut tut, wir wissen, was die Vergangenheit gewesen ist, die wir nie vergessen dürfen, und wir wissen auch, was die Zukunft bringen soll für unser Land. Eine deutschsprachige Insel in Italien ist für das ganze Land ein Mehrwert, und den Mehrwert, den möchten wir erleben, den möchten wir zeigen. Und den Mehrwert möchte man auch in der nächsten Generation beibringen. Und natürlich ihm will ich auch mitgeben, was Wurzeln sein, was Tradition ist, was nie vergessen werden darf. Für mich als Bergbau ist halt ganz wichtig, dass man die Freiheit, was man sich hart erkämpft hat, was unsere Väter und Großväter ins vorgelebt haben, auch alle ihre Entbehrungen, die sie gehabt haben, die möchte ich wertschätzen und der nächsten Generation weiterbringen. Und als Bergbau und Vereinsobmann die Freiheit, die man hart erkämpft hat, auch weitergeben, nutzen im positiven Sinne für alle, für die ganze Gesellschaft. Und wenn Druck erzeugt wird, Druck erzeugt dann Gegendruck. Und das brauchen wir nicht. Ich denke, wenn man frei leben kann, sich frei entfalten kann, das ist für die gesamte Gesellschaft das Positivste, was man in allen mitgeben kann.